Ich freue mich ganz besonders, heute mit unserer Autorin Sibylle Schmitz sprechen zu dürfen, und zwar über ihr neuestes Bildkartenset Bedürfnisorientierte Pädagogik. Sibylle Schmitz ist Logopädin, systemische Familientherapeutin, Psycholinguistin, Autorin und Mama. Heute geht es bei uns ganz besonders um die Bedürfnisse der PädagogInnen, der Erwachsenen, aber auch ganz allgemein um hilfreiche Tipps und Tricks zur Anwendung und Verinnerlichung der bedürfnisorientierten Pädagogik. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuschauen. So, ja, wunderbar. Dann sage ich nochmal ganz herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie sich heute Zeit nehmen, Frau Schmitz. Dankeschön, ebenso. Über die bedürfnisorientierte Pädagogik zu sprechen und heute dann eben auch nochmal ganz besonders mit Akzent auf den Bedürfnissen der PädagogInnen. Genau, darf ich Sie am Anfang einmal bitten, sich vielleicht kurz vorzustellen und auch zu sagen, wie Sie zur bedürfnisorientierten Pädagogik gekommen sind, zur Beschäftigung damit? Gerne. Ja, also mein Name ist Sibylle Schmitz und ich bin vom Grundberuf her bin ich Logopädin, und damals schon während der Berufsausbildung ging es auch sehr viel um die Bedürfnisse von Kindern, weil es ist ja nun mal ein therapeutischer Beruf und da schaut man auch nochmal anders auf die Entwicklung der Kinder. Wir haben da ganz viel Entwicklungspsychologie auch schon während der Ausbildung gelernt und dann halt auch so dieses Beobachten der Kinder gelernt. Ich habe dann in München Psychologie studiert, also Psycholinguistik und Sozialpsychologie. Und ja, habe dann schon eigentlich während dem Studium angefangen, Fortbildungen zu halten für pädagogische Fachkräfte hauptsächlich, aber auch für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an der Uni. Und da bin ich eben auch nochmal ganz tief in dieses Thema kindliche Entwicklung reingegangen. Und habe dann also mit Erscheinen der neuen Bildungspläne, also die Bildungs- und Erziehungspläne, die ja 2005 dann so im Entwurf in den Bundesländern vorlagen, habe ich so erstmal sehr gestutzt, weil im Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan geht es halt viel um Kompetenzen, und das ist auch sehr interessant und sehr gut und sehr wichtig. Es ist ja ein sehr wichtiger Teil der kindlichen Entwicklung. Und es ging mir in diesem Plan viel zu wenig um die Bedürfnisse der Kinder. Mir hat es da sehr gefehlt. Auch in den Beobachtungsbögen, die dann rauskamen, hat mir diese ganze Dimension eigentlich komplett gefehlt. Da war ich sehr erstaunt, weil ich kannte zum Beispiel auch schon diese Bildungs- und Lerngeschichten, wo es vom Deutschen Jugendinstitut ja auch eine Ausarbeitung gibt. Und ich hatte einfach so einen ganz anderen Blick auf die Kinder und habe auch mit den pädagogischen Fachkräften da auch so ganz anders über die Kinder gesprochen. Und da habe ich dann so mich angefangen, auf den Weg zu machen, das genauer zu erforschen. Was ist da los und wie kann man dieses ganze Thema Bedürfnisorientierung einfach gut ja, erforschen und auch in Worte fassen, so dass es für pädagogische Fachkräfte gut nutzbar ist und dass es eben auch für Eltern verständlich ist und auch wirklich auf ihre Kinder bezogen werden kann, so dass wir diese Dimension wirklich beibehalten, also dass die nicht verloren geht, sondern im Gegenteil eigentlich der Ausgangspunkt und das Zentrum immer sein sollte von jeder pädagogischen Haltung und von jeder pädagogischen Handlung. Ja, und das in Worte fassen für Eltern und besonders auch PädagogInnen, das machen Sie ja ganz wunderbar im neuesten Bildkartenset Bedürfnisorientierte Pädagogik. Darf ich denn ganz plakativ am Anfang mal fragen, was die bedürfnisorientierte Pädagogik eigentlich ist, was damit gemeint ist für jemanden, der mit dem Begriff vielleicht noch nicht so vertraut ist und um wessen Bedürfnisse es letztendlich geht? Ja. Also Bedürfnisorientierung ist erstmal einfach eine Haltung und ein Menschenbild. Also wie schaue ich auf Menschen? Wie verstehe ich den Menschen an und für sich? Wer ist der Mensch? Was hat der für eine Psyche? Und in der Bedürfnisorientierung frage ich mich immer, was braucht der Mensch? Also brauchen ist sozusagen das Tunwort, das Verb, das da dazugehört. Und natürlich ist da meistens gemeint, was braucht der Mensch, um sich wohlfühlen zu können? Was braucht der Mensch, um ein aktives und hilfreiches Mitglied einer Gemeinschaft sein zu können?
Was braucht ein Mensch, um sein Potenzial, seine Stärken entfalten zu können, um sich entwickeln zu können, um lernen zu können, um wachsen zu können? All sowas, ja? Und da gibt es eben eine Reihe von Bedürfnissen, die da für uns Menschen eine wichtige Rolle spielen, sowohl in der kindlichen Entwicklung als auch später im Leben. Das geht lebenslang, das hört nie auf. Und wenn ich jetzt Bedürfnisorientierung in der Kindertageseinrichtung meine, dann geht es um die Bedürfnisse aller Menschen, die in dieser Kindertageseinrichtung vorhanden sind. Also die pädagogischen Fachkräfte, die Eltern und die Kinder, alle. Alle sind hier gemeint, die Bedürfnisse aller. Und dass man die eben im Blick hat, also dass man sie erstens mal einfach mal kennt, das wäre schon mal der erste Schritt. Und zwar auch erstmal alle kennt und nicht nur so ein Teil. Also ich gebe mal ein Beispiel, wenn Sie zum Beispiel Einrichtungen haben, die nach dem offenen Konzept arbeiten, da ist ein großer Schwerpunkt auf dem Bedürfnis nach Exploration und Neugierde. Ja, da haben die Kinder dann ganz große Auswahl, sehr viel, also zum Beispiel was die Nutzung von Räumlichkeiten angeht. Ja. Und da kann es halt im Einzelfall mal passieren, dass andere Bedürfnisse so ein bisschen aus dem Blick geraten. Ja. Also das meine ich mit, dass man alle Bedürfnisse kennt und wirklich schaut, was habe ich jetzt hier für eine Gruppe von Kindern, was haben wir für Rahmenbedingungen in unserer Kita und wie gestalten wir jetzt die Pädagogik so, dass es für diese Kinder und für uns, die wir jetzt in diesem Team, in diesem Kita-Jahr zusammenarbeiten, gut passt. Ja, das ist eigentlich das Ziel und die Grundfrage. Genau, und darum geht es quasi in der Bedürfnisorientierung in der Frühpädagogik. Und wie würden Sie sagen, sind die Bedürfnisse der verschiedenen Akteure, also der Kinder, der Eltern, der Erzieherinnen etc., verbunden oder eventuell auch voneinander abhängig? Also gerade Kinder haben oft so ganz feine Antennen und sind eigentlich sehr verbunden mit ihrem Umfeld. Also die gehen sehr in Resonanz mit den Gefühlen und mit den Bedürfnissen, die wir Erwachsene haben. Das passiert oft ganz unbewusst. Das plant ein Kind nicht, sondern das findet einfach statt. Das Kind möchte in Interaktion mit der Mama sein, mit dem Papa, mit der Erzieherin, mit dem Erzieher. Die Kinder spüren oft, ohne dass man es ihnen immer so gleich anmerkt, wie geht es uns Erwachsenen? Ja, also wie geht es einfach allen im Umfeld? Wie geht es den anderen Kindern in der Gruppe? Wie geht es den Erwachsenen? Und deshalb ist es natürlich für Kinder ganz wichtig, dass auch wir Erwachsenen auf unsere eigenen Bedürfnisse achten. Ja, also das gehört einfach zusammen. Es ist wichtig, dass es möglichst allen gut geht, ja, in der Gemeinschaft, so dass Kinder sich entspannen können und dass sie entspannt miteinander spielen können und dabei ihre Entwicklungsarbeit leisten können. Also die Atmosphäre, sagt man ja auch immer, ja. Also gibt es irgendwelche unterschwelligen Konflikte? Gibt es in der Bringzeit viel Stress oder auch in der Abholzeit? Gibt es Übergänge, die so ein bisschen ungünstig geplant sind, sodass da immer Gruppen dann im Gang kollidieren oder irgendwie einfach verschiedene Stresssituationen entstehen, das wirkt sich direkt auf Kinder aus. Also das kann man denen dann, also es wirkt sich auf ihr Wohlbefinden aus, auf ihr Verhalten. Also das hängt ganz eng zusammen einfach. Achtsamkeit kann wirklich nur dann entstehen, wenn die Erwachsenen auf ihre eigenen Bedürfnisse achten und darüber miteinander kommunizieren, ehrlich miteinander kommunizieren, respektvoll miteinander kommunizieren und auf die Bedürfnisse der Kinder. Das funktioniert nie einseitig. Ja. Liegt dann hier auch ein Potenzial, um bei den Kindern ganz besonders die Empathiebildung zu fördern? Gerade durch diesen Akzent auf der Bedürfnisorientierung. Ganz genau, weil wenn ich als Kind zum Beispiel sehe, dass meine Erzieherin ein anderes Kind tröstet oder mir erklärt, warum ein anderes Kind sich gerade so verhält, das sind eigentlich die Momente, wo Kinder Empathie überhaupt erlernen können. Ja, wenn
durch Sprache, aber auch durch Verhaltensweisen, die Kinder Vorbilder erfahren. So gehe ich empathisch, respektvoll, achtsam mit anderen um. Und idealerweise, ohne dass mir daraus dann noch ein Vorwurf irgendwie gemacht wird oder so, sondern dass ich einfach über die Bedürfnisse aller immer wieder in kindgerechten Worten natürlich informiert werde. Ja, und dann kann ich sagen, ah, okay, hier verhalten wir uns jetzt so, sage ich zu den Kindergartenkindern, schau mal, da schlafen jetzt in dem Raum die Krippenkinder, da gehen wir jetzt ganz leise vorbei, ja, damit die schön weiter schlafen können. Ganz banales Beispiel, ja, aber im Kita-Alltag und im Krippenalltag gibt es unzählige solcher Situationen, wo man wunderbar die Kinder auch auf die Bedürfnisse aller anderen aufmerksam machen kann in so einer achtsamen Art und Weise. Und dann können die Empathie lernen und Rücksichtnahme lernen und halt einfach die verschiedenen Bedürfnisse lernen und halt auch, dass jedes Kind individuell verschieden ist und was das eine gerade braucht, braucht nicht unbedingt gerade das andere. Gibt es Möglichkeiten, Kinder dabei zu unterstützen, ihre Bedürfnisse zu artikulieren und auszudrücken oder dies zu lernen? Ja, auf jeden Fall. Wenn Situationen sind, wo man merkt, das Kind kann sich jetzt gerade noch nicht verbal äußern, es zeigt mir über sein Verhalten, dass es sich gerade unwohl fühlt oder es fängt zum Beispiel an zu schwitzen oder hat ganz blasse Haut oder ist errötet. Also ich kann es auch an so vegetativen Reaktionen so ein bisschen beobachten. Dann kann ich auch eben dem Kind verschiedene Angebote machen. Ja, bist du jetzt gerade müde? War es dir jetzt in der Bauecke zu voll? Also, dass man Fragen stellt, da muss man natürlich immer aufpassen, dass man die Kinder dann mit den Fragen nicht wieder überfordert. Das passiert häufig, dass man zu viel ja auf der rationalen Ebene schon bei den Kindern erwartet, sondern man kann einfach ein, zwei, drei Sachen zur Auswahl geben und schauen, ob von dem Kind schon was kommt, ob es mit den Begrifflichkeiten was anfangen kann. Und ansonsten kann man auch einen konkreten Vorschlag machen. Sagen, komm, ich nehme dich jetzt bei der Hand, du kannst dich einfach neben mich setzen, jetzt draußen in der Außenanlage auf die Bank, lassen die anderen Kinder spielen, du machst einen Moment Pause und dann schaust du nochmal, ob du wieder zurückgehen möchtest ins Spiel. Also so, das ist auch so eine Erfahrung von mir, was ich so gemacht habe, wenn man Kindern einfach dann sagt, wir probieren es später nochmal. Oder vielleicht klappt es morgen besser. Oder ja, also das ist auch was, was Kinder so beruhigt und ihnen so eine zuversichtliche Aussicht gibt. Ja, da muss man nicht so die Dinge gleich so festlegen oder so verurteilen oder beurteilen, sondern immer wieder dem Kind auch so das Signal geben, ich traue dir zu, dass du das noch lernst. Ja, oder ich traue dir zu, dass du morgen oder übermorgen wieder besser gelaunt sein wirst. Ja, also so. So eine Zuversicht auch, so eine Brücke in die Zukunft schlagen. Und möglichst den Stress rausnehmen wahrscheinlich. Genau. Ja. Gibt es Was denn? auch hilfreich ist vielleicht zu dem Thema noch, ist, es gibt ja so schöne Gefühlskarten auch mit entweder gezeichneten Figuren, die Gefühle darstellen, oder auch Fotos, Fotokarten. Und das kann gerade schon so für die Kindergartenkinder, finde ich, kann das sehr hilfreich sein, wenn man einfach Gefühle thematisiert. Es gibt auch diese Bücher, Ein Dino zeigt Gefühle oder dieses schöne Buch von der Mies van Hoot, heißt Gut. sie, glaube ich, mit den Fischen. Heute Also es bin gibt ich total schöne dran. Materialien, wo man Gefühle auch mit Kindern nochmal so bildlich auch sich anschauen kann und drüber reden kann und vielleicht auch von sich selber erzählen kann, Mensch, als ich mal so alt war wie du, als ich 5 war, da war ich auch mal so richtig wütend und da habe ich auch ein bisschen so ausgeguckt wie dieses Gefühlsmonster und was mir dann geholfen hat, war das und das. Also das ist auch was, was Kindern unglaublich hilft, so Geschichten, ja, wo andere so die Hauptakteure der Geschichte dann irgendwelche Gefühle oder Bedürfnisse haben, die dann erstmal nicht erfüllt werden und was kann man jetzt machen und so. Also das hilft Kindern auch ungemein, so schön aufbereitete Geschichten, wo dann verschiedene, im Laufe der Geschichte so verschiedene Kompetenzen gelernt werden. Und Sie haben eben auch gesagt, wenn die Pädagogin der Pädagoge selbst von sich erzählt, also spielte auch das Vorleben, das eigene Beachten und Würdigen und Kommunizieren der Bedürfnisse eine große Rolle? Ja, Das schon. Vorleben, ja. Genau. Also da muss man natürlich schon als Erwachsener auch immer schauen, welche meiner Bedürfnisse teile ich den Kindern wie mit.
Aber ich kann auf jeden Fall auch zu einem kleinen Krippenkind sagen, aua, du tust mir jetzt gerade an den Haaren weh. Oder nicht du tust mir weh, sondern das tut mir jetzt gerade weh, hör bitte auf. Ja? Oder ich nehme die Haare jetzt mal aus deiner Faust raus und leg die nach hinten. Das tut mir weh. Ja, also das darf man schon den Kindern mitteilen, wie geht's mir jetzt gerade, ja, und was brauche ich jetzt gerade, ohne jetzt in den Vorwurf zu gehen oder laut zu werden. Wenn man es rechtzeitig macht, dann muss man gar nicht laut werden. Ja, dass die Kinder auch spüren, ja, natürlich, die Erwachsenen haben auch Gefühle, auch Bedürfnisse und haben auch Grenzen. Wichtig ist dabei einfach, dass ich mit der Haltung reingehe, die Kinder sind nicht schuld daran, dass ich mich jetzt gerade nicht gut fühle. Also die schulden mir da nichts, ja, sondern das sind Kinder. Und wenn jetzt in der Situation was schief läuft, dann ist es wichtig, auf der Erwachsenenebene zu reflektieren, okay, wie ist es dazu gekommen, wie ist die Situation gestaltet gewesen, was können wir daraus lernen, was können wir in Zukunft anders machen. Wenn ich zum Beispiel ein Kind habe, das starke Wutausbrüche hat und dann zum Beispiel auch Gegenstände schmeißt, ja, das ist natürlich wirklich auch gefährlich, muss man ja einfach ganz klar sagen. Dann muss ich auch wirklich schauen, wie können wir mit diesen Themen oder mit diesen Ausbrüchen umgehen, sodass hier alle in Sicherheit sind. Ja, braucht dieses Kind vielleicht sogar einen Individualbegleiter oder können wir die Auslöser identifizieren? Können wir die Frühwarnzeichen rechtzeitig identifizieren, dass wir rechtzeitig intervenieren können? Also all sowas. Wenn man sich mit Bedürfnissen befasst, geht es immer auch um Grenzen. Also das gehört zusammen, ja. Und da, wo die Bedürfnisse des anderen anfangen und ich anfange, diese Bedürfnisse zu verletzen, ist die Grenze erreicht, sozusagen. Also das ist quasi das Grenzgebiet, ja. Da muss dann vom Erwachsenen eine Intervention kommen, dass das Kind eine klare Rückmeldung bekommt. Stopp, das machen wir hier so nicht. Ja, oder genau, die Hand bleibt bei dir, wenn das Kind schon so zum Schlagen ausholt. Und wir schauen, wie du es anders gelöst kriegst, was wir stattdessen machen können. Ja. Ja. Gibt es denn Bedürfnisse, die auf jeden Fall erfüllt werden müssen? Vielleicht auch in Relation zum Alter der Kinder, bei sehr jungen Kindern? Genau. Ja, eine ganze Reihe. Also ich habe ja insgesamt 28 Bedürfnisbereiche beschrieben, also gesammelt und geclustert und eben gefunden als 28 Bedürfnisbereiche. Und je nachdem, welche Bedürfnisse bei dem einzelnen Menschen gerade im Vordergrund stehen, müssen die immer früher oder später erfüllt werden, sonst gerät irgendwann der Mensch in seiner Gesundheit in Schieflage. In vollem Umfang auch? Bitte? In vollem Umfang? Also das geht ja manchmal nicht. In einzelnen Situationen kann ich nicht immer alle Bedürfnisse zu 100% erfüllen, aber ich kann immer schauen, wie kann ich den Alltag so gestalten, dass das Bedürfnis auf jeden Fall mal überhaupt wahrgenommen wird, ernst genommen wird, benannt wird, gewürdigt wird und dass man damit dem Kind Wege findet, wann es erfüllt werden kann. Auch in Rücksprache mit den Eltern, wenn das nötig ist. Das ist sogar bei kleinen Kindern sehr oft nötig. Und es gibt so ein paar Bedürfnisse, die müssen wirklich unbedingt in der frühen Kindheit von Geburt an erfüllt werden. Also zum Beispiel das Bedürfnis nach Verbundenheit, nach Nähe, nach Kontakt, nach Zuwendung. Das ist ein ganz zentrales Bedürfnis, das, wenn das bei Kindern nicht ausreichend erfüllt wird, dann können die einfach psychische Auffälligkeiten entwickeln. Also ich jetzt im schlimmsten Fall Bindungsstörungen, ja, oder auch Bindungstraumata. Genau. Dann auch sowas wie zum Beispiel das Bedürfnis nach Exploration, nach Erkunden, nach selbstständig mal was auseinandernehmen, ohne dass jetzt gleich einer reinquatscht und irgendwie schon die Lösung präsentiert. Ja, das ist super wichtig, damit Kinder ihre Lernfähigkeiten entwickeln können, ihre Neugierde, ihre Lernmotivation, auch ihre Konzentration. Also es ist für ganz viele Kompetenzen absolute Voraussetzung. Dann auch das Bedürfnis nach Bewegung ist natürlich für die kindliche Entwicklung essentiell, weil
Nur wenn Kinder sich bewegen und ihre Wahrnehmungssinne erschließen und mit ihrem Körper einfach verschiedene Sachen ausprobieren in ihrem eigenen Tempo und nach ihren eigenen inneren Interessen, können sie bestimmte Wahrnehmungsverknüpfungen überhaupt erst herstellen. Ja, also so ihre Wahrnehmungsverarbeitung nennt sich auch sensomotorische Integration im Fachbegriff. Also es gibt eine ganze Reihe Bedürfnisse, die wirklich, wenn ich ein Kind da so begleiten will, dass es seine Kompetenzen entfalten kann, ja, und das ist ja unser Ziel, wirklich erfüllt werden müssen, ja. Also, und wenn nicht, wenn es über einen längeren Zeitraum dann immer wieder nicht passiert, dann werden wir das früher oder später in der Psyche der Kinder, merken oder in ihrem Verhalten und in ihrer Entwicklung. Also, ja, da, das ist einfach so. Äußert sich Ja. stark, ja. Sie haben jetzt immer wieder das Wort Haltung verwendet in Bezug auf die bedürfnisorientierte Pädagogik. Hätten Sie vielleicht Tipps, wie PädagogInnen, Eltern so eine Haltung verinnerlichen können? Also wie kann dabei unterstützt werden? Wie kann man sich Ja. vielleicht gegenseitig unterstützen oder auch selbst? Also man kann es so ganz pragmatisch angehen, dass man zum Beispiel sich einfach mal erstmal mit diesen 28 Bedürfnisbereichen befasst. Ich finde, das ist auch ein sehr, sehr interessantes Thema, weil man da auch sehr viel über sich selber erfahren kann. Wer bin ich eigentlich und was sind denn meine Kernbedürfnisse? Was ist mir besonders wichtig? Das ist ja wie so ein kleines Charakterprofil, was man da von sich selber rausfinden kann. Ich verwende ein ganz ähnliches Modell in Teamentwicklungsfortbildungen, wo sich jeder selber einschätzt und dann auch so ein wertschätzendes Feedback von seinem Team bekommt. Und da geht es eigentlich auch um, was sind die wichtigsten Bedürfnisse von dieser Person? Also, dass man sich mit diesen 28 Bedürfnisbereichen erstmal selber befasst. Was gibt es denn da alles? In dem Fotokartenset gibt es ja auch einen Download und da habe ich auch Reflexionsfragen für Erwachsene mit reingenommen, dass die selber nochmal diese Bedürfnisbereiche reflektieren können für sich. Also das sind jetzt erstmal auf die eigene Person bezogene Fragen. Ich finde es ganz hilfreich, um halt einfach mit dem Thema mal warm zu werden, ja, um sich einfach mit diesem Bereich der Bedürfnisse auseinanderzusetzen. Und dann geht es halt im nächsten Schritt darum, jetzt wenn ich zum Beispiel von Eltern spreche, dass ich als Mama, als Papa mich austausche mit meinem Partner oder wenn ich alleinerziehend bin mit jemandem, der das Kind gut kennt, zum Beispiel die Oma oder der Opa. Und dann überlege, was sind denn von meinem Kind die zurzeit die wichtigsten Bedürfnisse? Was braucht mein Kind zurzeit am meisten? Und dann eben auch wieder diese 28 Bedürfnisbereiche durchgehen und diejenigen fünf oder sechs Bedürfnisbereiche raussuchen, die zurzeit am aktuellsten sind, am zentralsten. Und da geht es zum einen darum, was zeigt mir das Kind von sich aus? Also was kann ich in seinem Verhalten entdecken an Bedarf, an Bedürfnissen? Und es geht auch um diese Erwachsenenebene, was glaube ich, wird meinem Kind gut tun. Also was glaube ich, sind Bedürfnisse, die wichtig bei meinem Kind sind, dass die erfüllt sind, damit es nachts gut schlafen kann, damit es morgens gut aus dem Bett kommt, damit es tagsüber sein Potenzial ausschöpfen kann. Ja, also das ist beides. Das eine ist, was ich beim Kind beobachten kann im Alltag. Das andere ist, was ich so selber für Hypothesen habe. Oh, dieser Bedürfnisbereich, der spielt bei meinem Kind eine große Rolle. Ja. Und dann entwickle ich halt langsam so eine Einfühlungsfähigkeit. Und dann habe ich eigentlich auch schon diese bedürfnisorientierte Brille, ja, die habe ich dann auch schon auf. Ja, also wenn ich diese Fragen stelle. Und je öfter ich das mache, jetzt zum Beispiel als pädagogische Fachkraft, je öfter ich mit diesen 28 Bedürfnisbereichen mich befasse, desto stärker entwickle ich diese Haltung. Und irgendwann geht die mir wirklich dann auch in Fleisch und Blut über. Die wird dann zu einer Selbstverständlichkeit für mich. Und viele haben da oft so die Angst, oh Gott, ich habe aber 25 oder noch mehr Kinder in meiner Gruppe, wie soll ich denn das machen? Ich kann doch jetzt nicht von jedem einzelnen Kind hier da ein Profil erstellen oder was. Nein, das stimmt und es ist auch gar nicht nötig, sondern ich kann da erstmal einsteigen, damit anfangen und das bei einzelnen Kindern machen.
je nachdem, wie viel Zeit ich habe, auch mit meinen Kolleginnen sprechen. Und das Tolle ist, dass alle Kinder davon profitieren, weil ich mich ja darin übe, die Bedürfnisse zu benennen, wahrzunehmen und bei einem konkreten Kind zu erkennen. Ja, also und davon profitieren alle Kinder, weil ich, wenn ich das dann so übers Kita-Jahr verteilt, auch als Vorbereitung auf die Entwicklungsgespräche zum Beispiel bei allen Kindern mache, ja, also übers ganze Jahr verteilt, dann bekomme ich immer mehr diese bedürfnisorientierte Haltung und dann mache ich bestimmte Dinge im Alltag auch schon gar nicht mehr, weil ich einfach mehr die Bedürfnisse der Kinder berücksichtige, ja. Ich habe das auch oft erlebt, dass das wie so eine Prävention wirkt. Wenn ich nämlich von vornherein den Kita-Alltag nach den Bedürfnissen der Kinder gestalte, dann tauchen manche Probleme nicht mehr in diesem Ausmaß auf, manche Konflikte tauchen nicht mehr in diesem Ausmaß auf, manches verschwindet sogar ganz. Ja, also es ist echt erstaunlich, was das bewirken kann. Also viele denken, oh, das ist jetzt ja was, was ich noch zusätzlich machen muss. Oh Gott, das schaffen wir gar nicht, dafür haben wir nicht die Zeit. Aber nein, es ist genau umgekehrt. Die Bedürfnisse von Kindern waren schon immer da. Also seit es den Menschen gibt, schon seit so ein paar Jahrtausenden, die sind in der Psyche fest verankert. Und je mehr wir als Erwachsene auf diese Bedürfnisse eingehen und schon die Lernumgebung so gestalten und schon die Gespräche mit den Kindern und mit den Erwachsenen so gestalten, desto leichter wird der Kita-Alltag. Also es ist tatsächlich eine Entlastung und eine Erleichterung. Ja, auch wenn es am Anfang natürlich neu ist. Ja, natürlich. Es ist am Anfang vielleicht noch neu und ungewohnt. Und wenn man jetzt zum Beispiel wie in Bayern nach dem Bayerischen Bildungs- und Erziehungsplan arbeitet, dann ist es tatsächlich erstmal eine große Veränderung, weil man halt sehr kompetenzorientiert denkt. Aber ich kann nur sagen, es lohnt sich. Ich habe es schon in ganz vielen Einrichtungen eingeführt, auch schon bevor meine Bücher erschienen sind zu dem Thema. Und ich kriege da die Rückmeldung aus der Praxis, dass die wirklich merken, dass es eine Erleichterung und eine Entlastung ist. Ja, und Sie sagen, davon profitieren alle Kinder und dann letztendlich ja auch alle Pädagoginnen, richtig? Wunderbar. Dann mit Blick auf die Zeit würde ich Sie nur noch fragen, gibt es irgendwas, was Sie den Zuschauerinnen jetzt, von denen wahrscheinlich auch viele Pädagoginnen sind oder auch ein paar Eltern, möchten Sie ihnen noch irgendwas ganz besonders ans Herz legen zur bedürfnisorientierten Pädagogik oder aus der bedürfnisorientierten Brille heraus? Okay. Ja, ich möchte einfach die Einladung aussprechen. Traut euch, befasst euch mit diesen 28 Bedürfnisbereichen. Seid einfach neugierig und schaut mal, was ihr da so für Schätze entdecken könnt, auch für euch selbst. In Bezug auf den achtsamen Umgang mit sich selbst ist übrigens auch in der Partnerschaft ein ganz wichtiger Kommunikationsbereich. Und ich wünsche einfach ganz viel Freude damit, die Kinder auch nochmal durch diese Haltung zu entdecken, vielleicht ein Stück weit auch nochmal neu zu entdecken. Und ja, ich hoffe, dass einfach diese Fotokarten sehr hilfreich sind in der Praxis und auch die Fachbücher zu dem Thema. Und ich wünsche einfach ganz viel Freude beim Entdecken und beim Umsetzen. Und wirklich nochmal, seid euch bitte bewusst, dass wenn ihr euch damit befasst und wenn es jetzt entweder in Bezug auf euch selbst ist oder in Bezug auf ein einzelnes Kind, es profitieren alle davon. Also alle in eurem privaten Umfeld und auch in eurem beruflichen Umfeld, wenn Menschen sich auf eine respektvolle Weise mit den Bedürfnissen von Menschen befassen, profitiert die ganze Gemeinschaft davon. Ja, das ist ein sehr schöner Akzent, ein sehr schönes Schlusswort. Dann vielen Dank für dieses Fenster in die bedürfnisorientierte Pädagogik und vor allen Dingen auch die vielen anschaulichen Beispiele und Verbindungen in die verschiedensten Bereiche. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für die tollen Fragen. Vielen Dank nochmal an Sibylle Schmitz und vielen Dank auch an euch fürs Zuschauen. Von Sibylle Schmitz sind bei uns bei Don Bosco neben der bedürfnisorientierten Pädagogik, dem Bildkartenset,
noch einige weitere Bücher und Bildkartensets erschienen. Die könnt ihr in der Beschreibung nachlesen. Ganz persönlich möchte ich euch das Buch Ich sehe dich und verstehe, was du brauchst, ans Herz legen. Und genau, wir hoffen, es hat euch gefallen. Und falls ihr Fragen, Kommentare, Anregungen habt, schreibt sie uns gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.